So, liebe Leute, geht's gleich weiter mit Action. Wir müssen... Da kam noch so ein zweiter Karren. Und schießt auch nicht. Wow. Wow. Ja, dann renn doch. Alter, was stimmt denn nicht mit dem? Sally? Der läuft schon, ne? Boah. Wirf mir die Panzermaus drüber und verschwinde von hier. Alles klar. Okay, die Spielchen sind vorbei. Ja, okay. Aber ohne zu sterben, nach Möglichkeit. Alter, das ist ja ein Schluss hier. Ja. So. Gott und die Freiheit, Arschloch. Als Gedanke klang das besser. Gut gemacht, Junge. Ja, danke für die Hilfe. Komm hier rüber, ich hol dich da raus. Alter! Bitte! Schön, dich zu sehen. Gerade noch rechtzeitig. Naja, ich hatte sowieso nichts Besseres zu tun. Ja, nein, wir müssen noch Sam und Elena finden. Hey! Hey! Bist du okay? Ja. Wir haben die Explosion gehört, wir dachten... Ja, das war der Kerl. Du hast ihm wieder den Arsch gerettet? Natürlich. Wie geht's dir? Gut, gut. Ein paar Mal war's knapp, aber er hat's rausgerissen. Hey. Hey. Oh, schick. Oh. Eine Kugel hat mich gestreift. Ja. Du? Eine Klippe hat mich gestreift. Und Rafe? Er hat seine Leute direkt in eine von Averys Fallen geführt. Schlau. Hey, hör mal. Wegen dieser Alcazar-Geschichte. Wir reden später darüber, ja? Wo lang? Zum Strand, anderer Seite der Stadt. Okay. Gut, ich hoffe, der Krawall hat keine schlafenden Hunde gefressen. Whoa. Sorry. Was haben wir vor? Was glaubst du? Wir hauen so schnell wie möglich ab. Klar, das könnten wir tun. Oder wir gehen in diese Richtung. Das ist eine Abkürzung. Abkürzung wohin? Zu Averys Schatz. Oh, wow. Immerhin muss Rafe ganz außen rumlaufen, aber wir könnten... Hey, scheiß auf Rafe. Hey, Victor, bei allem Respekt, vielleicht... Du weißt einfach nicht, wann Schloss ist. Wir sind alle aus demselben Grund hier. Stimmt's? Wir sind nicht wegen deines Schatzes gekommen. Wir sind deinetwegen gekommen. Und dafür bin ich euch dankbar. Ehrlich. Aber es läuft doch. Und wir liegen in Führung. Im Moment. Wir schaffen das. Nathan, komm. Na, sieh dich um. Okay. Avery hat jedes Schiff auf dieser Insel versenkt. Und wieso? Weil er besessen davon war, seinen Schatz zu behalten. Ganz genau. Egal, was es die anderen um ihn herum kostete. Weil er nicht wollte, dass ihm jemand folgt. Weil er abhauen wollte. Sieh dir das an. Okay, das ist seine Karte der Insel. Okay? Das ist sein Schiff, direkt da, unter diesem Berg. Genau da liegt unser Schatz. Und genau dorthin ist Rafe gerade unterwegs, während wir hier rumstehen und uns zanken wie Kinder. Was, wenn er die Insel schon verlassen hatte und sein Schiff mitten im Ozean gesunken ist? Dann finden wir heraus, wo es gesunken ist. Oh, Mann. Wie lange jagen wir diesen Traum schon, hm? Du und ich. Nichts gegen die beiden, aber die verstehen's nicht. Doch, Sam, tun sie. Tun sie wirklich. Okay. Glaub mir, sie haben diese Art von Besessenheit schon erlebt. Sam. Wie
sind nicht mehr diese Jungs. Nicht mehr. Und wir müssen nichts mehr beweisen. Wo ist das Flugzeug? Gleich da. Okay. Das war eine klare Ansage. Dann gucken wir mal, dass wir jetzt zu unserem Flugzeug kommen. War nicht. Ist es weit? Nicht wirklich. Nur durch diese Hafen. Wahrscheinlich werden wir da ohne Probleme nicht durchkommen. Was, wenn Sean einem Flugzeug auf uns wartet? Tun sie nicht. Und was macht dich da so sicher? Weil sie auf dem Weg zum Berg sind. Zum Schatz. Hier lang. Ist es. Geht ganz schön tief runter. Wie bist du hergekommen? Ich bin ein paar Mauern runtergesprungen, aber wir müssen uns wohl einen anderen Weg suchen. Ah ja, klar. Es hätte so einfach sein können. Was zum Teufel war das? Das kam von den Bergen. Das sind Averys Fall. Hey, das heißt, die jagen sich selbst in die Luft. Nein, das heißt, sie sind auf dem richtigen Weg. Hey, bleiben wir bei der Sache, ja? Ja, ich bin von da runter gesprungen, aber ich komme nicht mehr hoch. Ja, vielleicht gibt es was, das wir drunter stellen können. Wie den Wagen da. Was ich sag. Hilf mir mal, Sam. Okay. Ja komm, gib Gas, Junge. Ich hab ewig Zeit. Komm hoch. So, wohin jetzt, Meister? Wo sind wir jetzt? Sieht jemand einen Ausweg? Ihr vielleicht? Leute, hier durch. Oh, da geht's aber tief runter. Wow, schaut euch das an. Es ist eine Art Seilbahn oder so. Meinst du, sie funktioniert noch? Es gibt keine Steuerung, aber ich wette, ich kann die Plattform mit meinem Seil herziehen. Das wäre eine Idee. In welche Richtung willst du ziehen? Du. Vielleicht kannst du die hölzerne Plattform da unten erreichen. Hä? Was will ich erreichen? Ach, was soll's. Wahrscheinlich fragt sich jetzt jeder, was ich hier mache. Denn für eine hölzerne Plattform. Wir kommen näher. Ich kann es kaum erwarten, wieder in meinem eigenen Bett zu schlafen. So nah und doch. Ah, warte mal. Hier rüberspringen? Hm. Leg ich runter. Oh Gott, Nathan! Oh Gott, Nathan, nein! So. Wie soll das Ganze jetzt funktionieren? Weiß kein Mensch, ne? Ich hab eine Idee. Nathan, hilfst du mir mal? Klar.
Ah. Das davor schieben, oder was? Sieht gut aus. So, und jetzt? Okay, Victor, kannst du mir kurz helfen? Klar. Na los, Nathan. So, wir halten ihn fest, du springst rüber. Ah. Ihr lasst mich aber nicht fallen, ja? Verlockend. Ah. Jetzt? Geschafft. Okay, jetzt spring auf und ich zieh dich rüber. Okay, wir sind soweit. Ah, sieht gut aus. Alles klar bei euch? Ja, die reinste Achterbahn. Komm hoch, Nathan. Okay, Nathan, du kletterst hoch und ich greif dich. Das soll gut gehen, ja? Oh, komm. Boy. Was macht er denn? Was machst du denn, Junge? Alter, was soll denn das jetzt? Kann man weiter sagen, was das jetzt soll? Okay, Nathan, du kletterst hoch und ich greif dich. Ja, aber nicht so. Der Kalle ist sogar zu blöd zum Klettern, Alter. Alter, was ein Let's Play, ey. Es ist ja echt klassisch. Ich glaube, so schlecht gibt's keinen. Okay, Nathan, du kletterst hoch und ich greif dich. Ja, und wie will er sich jetzt greifen? Immer. Ah, okay. Das war ja auch wieder klar. Sam, komm schon. Komm, spring einfach, ich fang dich. Na los. Nein, 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 denk nicht mal dran, okay? Sorry, dass ich dich da reingezogen habe. Euch alle. Hey, das ist alles nicht mehr wichtig, okay? Spring jetzt. Ich muss das zu Ende bringen, Nathan. Sam, hey, wenn du das jetzt tust, werde ich dir nicht hinterherrennen. Kapiert? Tut mir leid. Sam! Sam! Oh, blöder Stur. War ja klar. Er lässt es drauf ankommen. Er wird sich noch umbringen. Oh. Na komm. Es war ja klar. Sie hat wahrscheinlich recht. Klar hat sie das. Gehen wir. Es war ja vollkommen klar. Der Vollhunk. Ich werde ihn retten, dann hau ich ihm eine rein. Okay, kümmern wir uns zuerst darum, wie wir ihn retten. Was denkt ihr sich eigentlich? Ich meine, nach allem, dass wir... Reicht das denn nicht? Lasst ihn uns einfach finden. Hier waren wir, glaube ich, schon, ne? Hey, damit kommen wir über die Mauer. Komm schon! Warte, wir helfen dir. Ja, dann mach doch. Hallo? Komm, Gas geben, Gas geben. Moment. Ich hab's. Ja, Hauptsache die Bremsen funktionieren okay. Noch. Okay, siehst du? Das wird dich halten. Nate, los. Ich hab's. Los! Gott,
zum Teufel sollen wir da jetzt drauf kommen? Uns bleibt nicht genug Zeit. Nate, nein, nicht ganz allein. Hör zu, ich komme gleich zurück, okay? Er wird nicht ohne Kampf hier weggehen. Dann kämpfe ich mit ihm, wenn es sein muss, aber so oder so, ich hole ihn zurück. Bring das Flugzeug so nah an den Berg ran, wie es geht. Und dann nichts wie weg hier. Also das Übliche, ja. Das ist nicht fair. Hä? Der Abwasch, du bist dran. Und weh dir, du kommst nicht zurück. Ich liebe dich. Ich dich auch, Cowboy. Okay, dann machen wir uns allein auf den Weg. Es hilft ja nichts.